Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was ist ein komplexes Trauma und wie kann ich mit Traumata umgehen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Ein Traumata ist eine ganz, ganz schwere innere Erschütterung, die sich eben sehr vielfältig unterteilt. Es kann eben ein einfaches Trauma sein und dann gibt es eben auch komplexere Formen, unterschiedliche Formen. Es gibt ein Entwicklungstrauma, es gibt ein sequenzielles Trauma, also wo es in mehreren Abschnitten immer wieder sich wiederholt und dadurch eben noch tiefer reingeht. Wenn wir jetzt uns anschauen, ein Schocktrauma, aber ist auch im psychischen Bereich, das ist meistens einmalig, wie ein Autounfall, wo neben einer möglichen körperlichen Verletzung auch immer eine psychische, ganz tiefe innere Erschütterung ist. Diese Schocktraumen oder diese Single-Traumata sind anders zu behandeln und sind auch leichter zu behandeln, als wie wenn bei einem Entwicklungstrauma, das von Kleinkind an immer wieder für das Kind massiv verstörend, massiv verunsichernd und angstmachend, manipulativ und katastrophenartiges Ausmaß hat, so dass das Kind überhaupt nicht in ein normales emotionales Empfinden kommen kann. Und das ist dann ja logisch, dass das dann unterschiedlich auch zu behandeln ist. Und deshalb ist ein komplexes Trauma oder eben ein Entwicklungstrauma dann wahrscheinlich so, weil es eben so lang anhaltend und so schwerwiegend ist, dass es dann nicht sich nach 6 Monaten wieder beruhigt. Es gibt's auch. Es gibt auch eben schwere psychische, auch sequentielle Traumata, die sich dann auch wieder beruhigen und wo tatsächlich eine spontane Remission möglich ist. Aber bei den meisten, wenn es wirklich länger anhaltend ist und schwerwiegend ist, dann entwickelt sich eben daraus eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, es wird ein genereller Zustand. Und dieser generelle Zustand, der schränkt natürlich das Leben massiv ein, weil ich eben Nachhallerinnerungen habe, auch Flashbacks genannt, ja, weil ich mich nicht in der Welt mehr beheimatet fühle, weil ich von meinen Emotionen her das nicht mehr richtig fühlen kann, weil ich in einer anderen Wirklichkeit bin. Ich bin wie fremd in dieser Welt. Ja. Ich finde da keinen Tritt mehr, ich komme da nicht mehr gut rein. Ne. Ich bin wie draußen. Und bei komplex Traumatas, also gibt eben die einfache posttraumatische Belastungsstörung und dann gibt es noch eben diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Da kommen dann noch einmal mehr Kriterien dazu, das bis hin zu dissoziativen Abspaltungen, bis hin zu innerlichen Abstumpfungen, bis hin zu, dass man überhaupt nicht mehr normal funktioniert. Natürlich Schlafstörungen und natürlich auch Depressionen, natürlich massive Ängste. Aber das auf jeden Fall ist diese Affektregulation, also dass ich meine Gefühle irgendwie im Griff habe, zum Beispiel dann auch gestört. Also es ist auch jetzt im neuen ICD-11, gibt es da jetzt auch noch einmal neue Kriterien, aber auf die will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, die kann man sowieso nachlesen. Das, worum es mir jetzt einfach geht in diesem Videokanal ist, wie kann man es grob erkennen und wie kann ich mal kompetent Hilfe suchen. Also wenn Sie merken, und das kann man relativ gut merken, auch als Außenstehender, dass die Person schwerst belastet ist und dass sie innerlich schwer zu tragen hat, sehr schwer zu tragen hat und dass die den einfachen Dinge nicht unbedingt mehr funktionieren oder dass es sogar der Fall ist, dass sie plötzlich in einen anderen Zustand verfällt, eben dissoziiert, in einen anderen Ego-State verfällt, dann mit sich Selbstgespräche führt, innerlich so weit weg ist und auch gar nicht in der Lage ist, da so leicht rauszukommen, dass es dann vielleicht nach einiger Zeit sich wieder
etwas beruhigt und die Person wieder auftaucht, aber dann sehr leicht wieder abrutscht in dieses traumatische Abwesendsein. Das ist wie wenn sie beschäftigt ist mit ihren eigenen anderen Erinnerungen von der Vergangenheit und ständig im Gespräch ist, diese furchtbaren Erinnerungen irgendwie auf Distanz zu halten. Das kann man sehr gut beobachten. Oder man kann auch sehr gut beobachten bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, dass der Mensch plötzlich aus nichts heraus aggressiv wird, ja, und zwar massiv aggressiv wird, aber nicht, weil er ein aggressiver Typ ist, sondern weil er plötzlich sich versucht zu wehren. Also ein ganz schlimmes Beispiel, was ich jetzt selber gehabt habe, ist ein alleinerziehender Vater, also Scheidung, und er hat die Kinder halt eben, wenn er sie hat, alleine, und ein Kind liegt bei ihm eben im Bett und sie schlafen und das kleine Kind tritt im Schlaf den Vater und er fährt im Schlaf auf und beginnt das kleine Kind zu würgen, weil er glaubt, er ist jetzt mitten im Krieg und er hat eben eine Kriegsvergangenheit und hat auch im Krieg Mann gegen Mann gekämpft, ja, also ganz furchtbare Kriegstrauma, da hat er eben mitgenommen. Und er ist noch im Schlaf und wacht dann erst auf, nachdem das Kind schon massive Würgemale hat, nachdem das Kind schon wirklich also schwer verletzt ist, ja, und wacht dann auf, erkennt, was er da getan hat, kommt erst wieder mühsam in die Realität zurück, ja, ruft dann eben die Rettung an und die Polizei und stellt sich und sagt ihm, ja, ich weiß, aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich es gewesen bin. Es war auch nichts, ja. Ich habe nur geglaubt, dass mich jemand angreift und lebensbedrohlich bedrohen will. Also die kippen dann in einen komplett anderen Zustand, was auch dann tatsächlich enorm gefährlich sein kann, ja. Aber nicht jedes Komplextrauma ist jetzt da gleich so aggressiv. Aber wenn jemand in einen anderen Ego-State kippt und auch so einen psychischen Grundzustand mitbringt, der eben eher in die Aggressivität mündet, dann kann es in die Richtung gehen. Es gibt auch andere Menschen, die haben eher den Grundzustand des totalen Rückzugs, des Erstarrens und eher in diese depressive Handlungsunfähigkeit zu gehen. Ja, die sind dann zwar weniger gefährlich, aber deshalb ist nicht weniger gefährlich, weil sie sind dann auch in Gefahr, dass sie eben Selbstmord begehen. Oder dass sie einfach überhaupt nicht mehr ins Leben reinkommen. Also da gibt's schon massive Unterschiede, ja, auf die man auch achten muss. Und als Außenstehender kann man schon erkennen, driftet diese Person einfach weg. Und wenn diese Person wegdriftet, entweder in die Aggressivität oder in die komplette Erstarrung, in den Freeze-Modus, ja, weil sie beschäftigt ist total mit den eigenen Flashbacks und Nachhallerinnerungen und diese wiederkehrenden, belastenden Gedanken die Person vollständig besetzen, dann muss man schauen, wie kriegt man die wieder raus. Und es kann sein, dass man die nur ganz schwer rauskriegt. Klar, weil das so überflutend ist, dass wie beim Computer die Festplatte zu 100% ausgelastet ist. Dann brauchen diese Personen unbedingt eine Trauma-Psychotherapie. Das ist was anderes als eine normale Psychotherapie. Das hat eben folgt dem speziellen spezielle Art und es geht vor allem im ersten Schritt um eine Grundstabilisierung, dass man sich eben mit den Täteranteilen und mit den Opferanteilen in einem selbst auseinanderzusetzen in der Lage ist. Und dann geht es im dritten Schritt um eine Trauma Konfrontation, wo man sich eben dann den schweren belastenden Inhalten aus ausreichend Distanz mit einem Fachmann stellen kann. Das kann über EMDR sein, das kann über andere Traumapsychotherapien sein. Wichtig ist, dass man das nicht alleine macht und dass man nicht dann alleine dann weiter dissoziiert und dann auch in diesen traumatischen Erinnerungen dann hängen bleibt. Also es braucht da unbedingt kompetente Begleitung, und man muss sich auch für einen länger dauernden Prozess einstellen. Die Menschen haben auch oft Angst, sich dem zu stellen und wollen sich dem nicht stellen. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man das Trauma denkt oder an
Sequenzen von den Traumen, dass deshalb noch keine Traumakonfrontation ist, ja. Man kann an Sequenzen denken, wenn man einen sicheren Ort und einen guten Schutz hat, ja. Aber es hat nichts zu tun mit einer echten Traumakonfrontation, die erst am Schluss einer Traumatherapie erfolgen soll, weil vorher braucht es noch mehr Stabilisierung. Es gibt einige Traumapsychotherapien, die gleich mit dem Flooding arbeiten und gleich eine Trauma-Exposition machen, die eine Traumakonfrontation gleichkommt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht dafür, finde ich nicht sehr hilfreich, weil die Leute dann meistens dann noch mehr überfordert sind und sich so nach dem Motto, wenn du überlebst, ist ja Glück und wenn nicht, haben wir Pech gehabt, dann müssen wir es halt dann nachher noch mehr aufarbeiten, ist noch mehr Porzellan zerschlagen. Also ich bin gegen Überforderungen von ohnehin schon sehr geschwächten Personen und gerade bei einem Entwicklungstrauma, was eben viel zu selten diagnostiziert wird, wo Menschen eben aufgrund von Vernachlässigung, Überforderung oder Manipulation oder zu starker Verwöhnung in der Kindheit in eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung dann kommen und das nicht richtig diagnostiziert wird und ständig irgendwie mit Angststörung oder Depression oder Aggressivität eben dann behandelt werden, aber man nicht auf die Ursache schaut, das finde ich wirklich total schade. Und deshalb meine Empfehlung, meine Einladung, schauen Sie lieber eher schneller auf eine mögliche Traumatisierung als wie zu spät, weil je früher ich auch anfange, traumatherapeutisch etwas zu unternehmen und mich da traumatherapeutisch unterstützen zu lassen, desto schneller komme ich da auch wieder raus. Je mehr sich das einfrisst über Jahre, desto mehr wird die Persönlichkeit auch so da auch ein Stück verhärtet, ja, und desto schwieriger kommt man dann auch wieder raus. Es geht und es gibt auch wirklich mittlerweile sehr, sehr gute Therapien, aber meine Empfehlung noch einmal ist nicht mit einer Traumakonfrontation zu beginnen, sondern zuerst mit einer Stabilisierung. Das sind so wirklich Grundsachen, die ich da gern vermitteln möchte. Wenn Sie Unterstützung und Hilfe brauchen, es gibt ja ganz, ganz viele Angebote für Traumapsychotherapie, aber fragen Sie wirklich nach, wie der Ansatz ist. Fragen Sie nach, wie der Duktus ist von dieser Traumapsychotherapie. Es gibt auch körperorientierte Traumapsychotherapien, die durchaus auch hilfreich sind. Sie gehen aber sofort in den Körper rein und der Körper ist meistens dann die unterste Ebene, wo du keine Schutzmöglichkeit mehr hast, ja? Und deshalb sind körperorientierte Traumapsychotherapien super effizient, aber können auch total eben einem überfordern und dann kommt man in eine Schutzlosigkeit rein, weil der Körper keine Grenzen in der Lage zu setzen ist, weil er ohnehin schon so geschwächt ist. Deshalb bin ich am Anfang immer dafür, auch noch kognitiv auch quasi einige Sicherungsschranken einzuziehen und dann, wenn genug Sicherheit vorhanden ist, dass man dann auch auf eine körperliche Ebene geht, aber nicht zu schnell, wäre meine Empfehlung auch, ja. Obwohl es ein mächtiges Tool ist, ja, die körperorientierte Traumapsychotherapie. Und auch wenn man das gut macht, ausgezeichnet. Aber halt, es ist ein sehr scharfes Skalpell. Und oft, letzter Punkt noch, oft braucht eine Traumapsychotherapie einfach Zeit. Oft braucht auch dann der Mensch, der komplex, eben posttraumatisch belastet ist, braucht einfach auch dann Phasen wieder der Pause. Der will dann auch eine Zeit lang unterbrechen, um sich wieder so auch durch nicht sich ständig damit beschäftigen zu stabilisieren. Das finde ich ist auch legitim. Das ist Schwerstarbeit, das alles anzuschauen und aufzuarbeiten und durchzuackern. Ja. Von daher ist das wirklich eine der länger dauernden Therapien. Man sagt, Borderline-Therapie dauert lang und Traumapsychotherapie dauert lang. Und das ist eigentlich zwei Seiten einer Medaille oder einer Münze. Ja. Ich kann Borderline von der Seite anschauen und fast alle Borderline sind auch eben mit einem Entwicklungstrauma oder mit einer komplexen Traumatisierung belastet. Und daher schaue ich es entweder von Hirn, habe ich den Fokus mehr auf die Traumatisierung, schaue ich es von Hirn, habe ich den Fokus mehr auf die emotionale instabile Persönlichkeit. Und finde ich, macht auch Sinn, das so auch jetzt da zu sehen. Wichtig ist, holen Sie sich da unbedingt kompetente Hilfe, auch wenn man da ein bisschen länger warten muss, bis man drankommt, das zahlt sich aus. Inzwischen kann man stabilisieren, auch mit einer normalen Psychotherapie oder durch Entspannungsübungen oder durch gute Gespräche mit Menschen, die einem nahestehen. Aber wenn man dann reingeht, dann braucht man jemanden, der das auch aufzufangen in der Lage ist. EMDR ist da auch eine sehr gute Möglichkeit, die gut funktioniert, auch Brainspotting
funktioniert gut, aber es braucht jemanden, der sich auskennt, der es nicht zu schnell und zu hemdsärmelig angeht. Unten in der Videobeschreibung gibt es wie immer den Link für ein kostenloses, kurzes Informationsgespräch. Wenn ich Ihnen deine Hilfe sein kann, sehr gerne. Freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Alles Gute für Sie.